Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Yeah! Ja, wie gesagt, letzte Woche ist ja schon bei Quizzes schon gesagt habe, letzte Woche kam ich nicht dazu, irgendwas aufzunehmen, weil ich wieder die Zeit hatte, noch die Ausdauer es zu tun. Und deswegen starten wir aber ab heute wieder weiter mit RimWorld. Und wir hatten ja das Problem, dass hier ein, weiß nicht, so ein kleines Stückchen eines Raumschiffes heruntergekommen ist, das hier die Umgebung vergiftet. Oder so. Wir haben ja mitten im Winter, wir haben ja mitten in der Nacht oder 4 Uhr morgens. Wir gucken erstmal, was passiert. Und würden uns das dann dieser Sache zeitnah annehmen. So. Machen wir jetzt einfach mal gleich fertig, damit das Ding da, was auch immer es macht, nicht weitermacht. Das soll ja, glaube ich, die Umgebung vergiften oder so. Mal gucken. Eine bestimmte Zeit, wenn ein bisschen Raumschiff ist, kann exotische Materialien, Computer oder sogar eine künstliche Intelligenz enthalten. Vorsicht, dieses scheint den Boden um sich herum zu vergiften. Und das wollen wir nicht. Mal irgendwann vergiftet der es soweit, bis er es bei mir vergiftet. Deswegen machen wir das Ding kaputt gleich hier. Gleich mal hier alle in einer Reihe hinstellen. Charisma. Nahkämpfer brauchen wir nicht. Dahin. Dahin. Fernkämpfer können die. Nahkämpfer können die zweite Reihe. Und dann. Gut. Da kommt noch was raus. Da ist ja frech. Aus dem Weg gehen. Jetzt Angriff. Einer ist tot. Wir haben einen verloren. Ich glaube, wir haben ihn umgebracht. Ja, wir haben es geschafft. Uiuiui, wir haben einen verloren. Ist gestorben. Nein, Morgan. Nein, das heißt. Oh mein Gott. Seine Ehefrau ist gestorben. Das. Oh Gott, das. Oha. Ach, nur minus 20, dann geht's ja. Dann ist ja nicht so schlimm. Ei, der Witz. Oh, das ist hart. Das ist wirklich hart. Da ist die Ehefrau gestorben. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Ach, guck mal, diese Dinger hier können wir doch, da können wir doch, glaube ich, entfernen die Körperteile. Genau, da können wir die Körperteile entfernen. Oh, machen wir doch. Entfernen wir mal ein paar Körperteile. Er begräbt den toten Mensch. Das heißt, uns fehlt jetzt auch ein Arzt, oder? Morgan ist ja gestorben. Das heißt, wir haben noch Gorilla. Varys macht gerade schon. Okay, und Gorilla rettet Kamisa. Was? Versorgt Kamisa, sehr gut. Der hat es ja auch ganz schön erwischt. 9,5 Stunden tot, alter Schwede. Okay, hier ist alles in Ordnung. Okay, das geht ja. Hypothermie, wer hat Hypothermie? Hyäne, alter. Jetzt solltest du mal schnell weggehen. Hast du keine Klamotten an? Alter, der hat doch nichts an, der Typ. Kein Wunder, warum ihm kalt ist. Alter Schwede. Das sind doch verrückte Leute hier. So, so, wir brauchen aber mehr Betten. So, das Bett wird mal deinstalliert. Okay, wie geht's hier? Klobura geht's gut. Ja, hier muss noch behandelt werden. Wird natürlich nicht behandelt, ist ja ganz klar. Deswegen müssen wir ihn mal dazu zwingen. So, Varys schläft. So, du kannst hier mal
das da machen, weil diese Hände zu haben, wäre ist ganz cool, glaube ich. Ja, die schlagen direkt hier bei mir ein. Das ist fies. Das ist wirklich gemein. Ah ja, ja, haben wir echt Probleme hier gerade. Also wir haben... Hier brennt es jetzt gerade. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber wir brauchen auf alle Fälle Kleidung. Aber sowas von auf alle Fälle. So ein Stein wird natürlich knapp. Und dann können wir stattdessen irgendwas anderes hinpacken. Wir brauchen einen Ort zum Arbeiten. Habe ich überhaupt Holz genug? Na, ich glaube, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, hier Marmor zu nehmen. Machen wir hier mal so einen Arbeitsplatz ran. Und dann machen wir hier direkt Zugang dahin, zum Dings. Boden, machen wir hier auch direkt Marmor rein. Dann machen wir hier überall Marmor mal rein. Ah, okay. Körperteil entfernen und danach ausschalten. Gorilla, wo bist du? Ah, du gehst schon. Okay, perfekt. Wunderbar. Außentemperatur ist bei minus 11 Grad. Was macht Wahres? Schlachtkreatur. Alter, warum ist ein Gorilla so langsam? Rechter Fuß abgeschossen. Verrücktes Tier. Ja. Problem erledigt. So, gucken wir, ob wir hier auch eine Hand rauskriegen. Weiß gar nicht, ob das bei dem jetzt geklappt hat hier. Ist der Trümmer abgeschossen? Ja, komm, dann löse das Vieh wie so noch. Okay, das Ding haben wir. Und das da gleich mal mitnehmen. Perfekt. Versuchte einige Rohstoffe zerstört. Naja, gut. Marmor haben wir wahrscheinlich keins mehr. Doch, Büchner haben wir noch. Ui, Alter, das ist ein riesiger. Alter, das ist ein riesiger Waldbrand. Den sollten wir mal beseitigen. Sonst haben wir hier bald gar kein Holz mehr. Oh, es heißt hier Waldbrandpolizei. Hat sie das Ding jetzt. Hat sie das jetzt weggebracht? Nee, wo liegt denn das? Ist das einfach nur irgendwo hingelegt jetzt oder was? Ah, das ist der Jitter. Wo ist Gorilla? Ach, da hat es gerade hier ins Lager gebracht. Irgendwo da. Nee, nicht die Marmorfliese. Schnitterklinge. So, dann beseitigt mal das Feuer. Okay, wie geht's ihm hier? Der ist komplett verarztet. Das ist gut. Das heißt, er erholt sich auch relativ schnell, denke ich mal. Pistole, das wird sich nicht mal verbessern. Ach, siehst du, es ist schon alles weg hier. Na, wunderbar. Ja, wunderschön. Nur hier die Zone direkt machen. Da ja Holz ja relativ rar gesät ist, müssen wir halt darauf achten, dass uns die ganzen Holzvorräte nicht weggenommen werden durch Biber oder durch Feuer. Ah, extreme Erschöpfung. So. Oh, dieses Ding müssen wir noch zerstören. Okay, sind jetzt alle klar. Okay, dann machen wir das jetzt einmal fertig. Was ist eigentlich mit dir? Du magst keinen kämpfen, oder? Nö. Eigentlich alles gut. Dieses hat einen Speer.
Okay, Problem erledigt. Okay, was haben wir rausbekommen? Wir haben Stahl und etwas Silber. Ja. Ist ja jetzt nicht so Premium. Hätte besser sein können. So ein cooler CPU-Kern wäre doch ganz cool. Okay, wir brauchen Marmor. Der da müsste abgerissen werden. Eieiei. Irgendwie so ein. Weiß nicht, bin ich erkältet oder. Oder irgendwie einfach nur ein bisschen schlecht? Weiß nicht. Nicht so angenehm. So, hier könnten wir eigentlich nochmal. Hier Fackel, Fackel, Fackel. Hier Fackel, Fackel, Fackel. Hier Fackel, Fackel, Fackel. Es ist doch keine Zone zum Schneeräumen. Doch. Wird aber nicht gemacht. Nein, was soll's. Wir haben keinen Strom. Wir haben echt keinen Strom. Wir müssen hier unten wieder dafür sorgen, dass wir hier Strom sparen. Das heißt, wir müssen hier unten alles abschalten. Wir produzieren nicht genug Strom. Das ist schade. Der Generator erzeugt nicht mal genug, um die Heizung anzulassen. Wobei, die Dinger brauchen wir doch eigentlich auch nicht hier. Sparen wir ein bisschen Strom. Kalt genug sollte es hier werden. Wir können einen anlassen, so zur Sicherheit. Das sollte ja eigentlich reichen. Dann sparen wir schon mal Strom da. So, dann, sag, wo bist du? Du stehst gerade noch. Ja, in deinem Nähe. Alter, der Arme. Ich glaube, das würde ich noch eine Weile verfolgen hier mit dem. Meine Frau ist tot, ich bin allein. Läuft ab in ein Quad rum, das ist ein Monat oder so. Einen Monat hat er es vergessen. Bau das hier mal bitte. Was? Wir haben keine Bauteile? Nein! Ich hätte nochmal so 12.000 Bauteile. Sind sie alle weg? Haben wir hier noch irgendwo welche? Eieiei, das ist so ein Schalter-Bauteile, boah, das ist aber hart. Komprimierter Stahl. Oh, hier am Arsch der Welt, ey. Naja, komm. Das muss, das muss. Reißen wir, machen wir uns die Bauteile da. Und dann sollte das auch funktionieren. Okay, das ist weg. Dann können wir nämlich da eine Nähmaschine einbauen. Wir machen. Wir müssen. Es geht nur so. Wir haben tatsächlich mehr Stahl als Holz. Deswegen machen wir jetzt so einen Stahlschneidetisch. So, die Dinger kriegen jetzt eh gerade keinen Strom, weil die Verbindung gekappt ist. Na gut, die verbrauchen auch alle Strom, muss man ja auch mal bedenken, ne? Können wir mal einen ausschalten hier. Schalten mal zwei aus, sicherheitshalber. Wir haben eh nichts zu essen, mal sehe ich gerade. Unsere Vorräte an Gemüse ist aufgebraucht. Das ist schlecht, wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen unbedingt jagen gehen und wir haben gerade mal den 12. Dezember. Eieiei. Ist denn hier kein großes Rudel da? Was ist mein Tier? Das war hier ein Bär, oder? Ja, der sollte nicht unbedingt gejagt werden. So. Das ist schlecht. Die nächste Saison beginnt ja wieder am 6. April. Das heißt, wir haben noch eine
sehr lange Zeit zu überleben. Wir müssen noch lange überleben. Ach, hier sind die Gräber. Morgen. Ach ja, morgen. Heieiei. So, wir brauchen Hosen und Parker, würde ich mal sagen. Ich produziere mal 2 und produziere Parker einfach mal 2. Orlando kann schneidern. Sehr gut. Das ist schön zu wissen. Das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Okay, wir haben leider keine Bauteile. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Wir bräuchten dringend Bauteile. Okay, das Ding hier, Strom aus. Und dann ist da nämlich Strom weg. Sehr gut. Das heißt, hierfür haben wir auch keine Bauteile, Tatsache. Heidewitzgeil. Ich weiß gar nicht, wo wir noch Bauteile herkriegen. Gibt's ja nirgendwo welche. Ach nö, was? Das heißt, unsere Energievorräte sind mit einem Schlag futschikato. Haben wir irgendwas hier eigentlich zum... an Strom? Können wir... Geothermiekraftwerk, genau das hätte ich gerne. Da war nämlich auch eine Geothermiequelle. Und hier haben wir auch eine, direkt in unserer Zone. Allerdings brauchen wir dafür Unmengen an Bauteilen. Unmengen an Bauteilen. Und dafür haben wir nicht. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendjemanden Händler mal rankriegen. Dafür brauchen wir wieder Bauteile, um einen Händler ranzukriegen. Naja, gut. Ich würde sagen, dann war es das erstmal für heute mit RimWorld. Wir haben wie immer noch einiges vor uns. Wir haben Stromprobleme zu lösen. Wir brauchen Bauteile, um diverse Dinge bauen zu können. Unser Arbeitsraum hier ist noch nicht fertig, leider Gottes. Aber wir haben ja hier erstmal notdürftig einen Schneidertisch hingepastelt, damit wir dann so ein bisschen vielleicht Klamotten bauen können. Weil unseren Leuten ist kalt. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Cheerio!